Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Wir wollen heute eine Runde drehen mit der Isokase, dem Stufe 4 Zerstörer der kaiserlich-japanischen Marine. Und da ich euch zu dem Schiffchen gar nicht so viel Historie nennen kann, möchte ich vielleicht eher mal darauf eingehen, wie sich meines Erachtens nach, und ihr dürft mir da gerne widersprechen, die japanischen Zerstörer von den amerikanischen unterscheiden. Und das möchte ich tun, indem ich den Vergleich zur Clemson-Klasse ziehe, dem Stufe 4 Zerstörer der Amerikaner. Ja, aber zunächst ein bisschen zur Historie. Diese Schiffe stammen aus dem Jahr 1916. Die Entwurfsgeschichte geht darauf zurück, dass man seinerzeit schnellere Schlachtschiffe gebaut hat, und diese Schlachtschiffe, die konnten nicht mehr von den bisherigen Zerstörern begleitet werden, einfach weil die Geschwindigkeit letzten Endes zu niedrig war. Also wir reden hier von der Fuso-Klasse, die dort in Dienst gestellt worden ist, und es musste ein Ersatz beschafft werden. Das hat man getan, indem man die Isokase-Klasse auf Kiel gelegt hat. Das war tatsächlich sogar schon 1913 mit der Fuso-Klasse. Und sie basiert wohl grundsätzlich technisch auf der vorhergehenden Umikase-Klasse. Ist allerdings ein bisschen anders konstruiert, um die dort erkannten Mängel zu beheben. So ist zum Beispiel das ganze Schiff ein Stück weit größer, der Antrieb moderner, eben um diese notwendige Geschwindigkeit aufrechterhalten zu können. Allerdings hat diese Klasse wohl die in sie gesetzten Erwartungen nie erfüllen können, weil diese hohe Geschwindigkeit, die hier gefordert wurde, zwar erreicht werden konnte, allerdings nur für eine gewisse Zeit lang, und die Motoren haben das schlicht und ergreifend nicht lange durchgehalten. Also auch schon ein Schiff älterer Bauart, wie so viele andere hier ebenfalls. Was muss man noch dazu wissen? Das Thema Geschwindigkeit ist hier halt groß geschrieben. Wir reden hier von 34 Knoten, die das Schiff macht. Außerdem haben wir schon eine relativ starke Torpedobewaffnung, wie sie dann später für die japanischen Zerstörer auch charakteristisch gewesen ist. Ja. Viel mehr habe ich dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Viel interessanter in meinen Augen deshalb heute mal der Vergleich zur Clemson-Klasse. Und da ist es so, dass die Trefferpunkte gar nicht so sehr unterschiedlich sind. Die Isokase hat 10.300, die Clemson 900. Interessant wird es dann bei der Artillerie, weil bei der Artillerie haben wir hier die Hauptbatterien, Haupt- und einzige Batterie. Und zwar haben die ein Kaliber von 120 mm. Es sind vier Einzellafetten, die hier aufgestellt sind. Und da unterscheidet sich die Clemson dann schon, auch bei der Reichweite. Hier haben wir 8,3 Kilometer. Und bei der Clemson, wohlgemerkt die schon aufgerüstete Variante, da sind es dann eben Doppeltürme, Doppellafetten, 4x2, allerdings nur vom Kaliber 102 mm. Dafür ist allerdings auch die Feuerreichweite wieder größer, also 8,6 Kilometer weit kommt das gute Teil. Bei der Torpedobewaffnung sieht es dann wiederum genau andersrum aus. Da haben wir hier eben unsere Drillingswerfer, zwei Stück von der Art, Entschuldigung, nicht Drilling, das kommt später, Zwillingswerfer. Und davon haben wir drei Stück, eins, zwei, und hier ist der dritte. Hä? Verarsch mich nicht, da vorne ist der dritte, genau. Also, 3x2, die üblichen 533 mm, und das ist ziemlich cool, hauptsächlich wegen der Reichweite, denn 7 Kilometer, das ist einiges. Die Clemson hat nur Torpedos, die eine Reichweite von 5,5 haben, da allerdings auch ein paar mehr von, nämlich 4x3, selbes Kaliber, und das ist schon ein großer Unterschied, weil diese 2 Kilometer, die machen tatsächlich eine Menge aus, gerade auch, wenn man die Sichtbarkeit noch ein bisschen in Betracht zieht. Flugabwehr ist eigentlich bei beiden zu vernachlässigen. Hier sind es 2 Einzellafetten 40 mm. Bei der Clemson haben wir dafür 2 mal die Einzellafette mit 12,7 mm und
einmal die 76,2 mm. Kein Wunder, immer dran denken, in welchem Jahr die in Dienst gestellt worden sind. Geschwindigkeit hier bei der Isokase 34,2, bei einem Wendekreis von 530 mm und einer Ruderstellzeit von 2,7. Bei der Clemson dagegen sind das 35,3, 520 Meter Wendekreis und 2,8 Sekunden Ruderstellzeit. Und da sieht man schon, die Unterschiede sind hier gar nicht so extrem groß. Bei der Aufdeckreichweite, sage ich mal, gibt es einen gewissen Unterschied. 7,0 bezüglich der Oberflächensichtbarkeitsreichweite bei der Clemson und hier sind es halt 6,1. Also die gute Isokase ist ein bisschen besser getarnt. Was heißt das jetzt eigentlich alles? Nun, das geht in die Richtung, die sich später noch ein Stück weit stärker fortsetzt. Nicht zwangsläufig historisch korrekt. Allerdings im Spiel hier so implementiert, die japanischen Zerstörer sind eigentlich eher dafür da, mit ihren Torpedos Schaden an gegnerischen Großkampfschiffen zu machen, während die amerikanischen Zerstörer meines Erachtens nach die Aufgabe haben, die japanischen Zerstörer zurückzudrängen. Und natürlich gehen sie auch gerne mal auf Jagd, wenn sie es irgendwie einrichten können, aber durch die geringere Reichweite, und ich meine auch die Geschwindigkeit der Torpedos ist ein bisschen geringer, können wir ja mal nachgucken, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Das habe ich nicht auswendig drauf. 68. Vergleicht man das gerade mal. 68 hast du gesagt. 56 ist schon ein Unterschied. Also insgesamt, die Japaner haben einfach hier die bessere Torpedobewaffnung und damit ist eigentlich das Ziel, was sie erreichen wollen oder ihre Aufgabe gewissermaßen schon vorgegeben. Ich weiß nicht, wie sich das auf den höheren Tech-Stufen auswirkt, aber hier kann man das vielleicht noch ein bisschen umgehen, aber ich denke, im Spiel merkt man es schon sehr, sehr deutlich und man hat einfach eine gewisse Rollenfestlegung, der man irgendwie vom Spielerischen her genügen sollte. Unsere Rolle wäre demzufolge also, ja, nach Möglichkeit an den amerikanischen Zerstörern, Kreuzern vorbeizukommen, weil die Kreuzer sind auch böse, und uns auf die Jagd zu begeben nach Schlachtschiffen und Flugzeugträgern. Und ja, das ist auch genau das, was ich im nachfolgenden Replay versuchen werde, beziehungsweise versucht habe. Und ja, auch hier gerne eure Meinung ist mir dazu immer willkommen, wie ihr das Ganze seht, wie ihr die Rolle der Zerstörer seht. Vielleicht nochmal den Captain kurz. Was ich hier eingepackt habe, ist die Reparaturgeschichte, grundlegende Überlebensfähigkeit. Ja, Torpedobewaffnung, weil die Torpedos die Hauptwaffe sind, bessere Nachladezeit. Und was ich persönlich auch sehr interessant fand, ist hier dieses Situationsbewusstsein, dass man einfach eine kurze Meldung bekommt, wenn man aufgeht. Finde ich persönlich wichtig. Und ja, ich habe auch ein bisschen Stuff eingebaut. Torpedowerfer, die gehen mir persönlich zu schnell kaputt. Also minus 20% Reparaturzeit, geringere Ausfallwahrscheinlichkeit und Brandbekämpfung. Ich hasse es einfach, wenn das Ding brennt. Deshalb habe ich das hier eingebaut. Was ich gar nicht eingebaut habe, ist die Feuerleiteranlage, weil die Artillerie mir eh relativ Wumpe ist. Ich meine, gut, das kostet jetzt nicht die Welt, könnte man eigentlich mitnehmen. Vielleicht mache ich später auch, aber im Moment möchte ich eigentlich erstmal zur Minekase. Heißt übrigens Küstenwind. Kase ist immer Wind und Iso-Küste Küstenwind. Müsste, soweit ich weiß. Naja, ist ein anderes Thema. Also, dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu World of Warships 2. Teil. Wir schauen uns jetzt das Replay an, was ich euch versprochen habe zur Isokase. Und wir spielen hier auf Salomonen, um das nochmal zu zeigen. Sieht ungefähr so aus, die Karte. Ja, ist mal was anderes vom Aufbau her. Ich bin mir noch nicht sicher, wie gut ich die finde. Ein bisschen nervt sie mich. Auf der anderen Seite, ja, ist es halt mal was anderes. Und man spielt auch ein bisschen anders. Aber trotzdem bin ich mir da noch nicht so ganz schlüssig, ob das mal meine Lieblingskarte werden wird. Ja, also nochmal zu meiner Theorie bezüglich des Einsatzschwerpunktes, an den ich mich selbst auch nicht unbedingt halte. Ich gehe auch mit den Amerikanern sehr, sehr gerne torpedieren, beziehungsweise sterbe gegebenenfalls auch bei dem Versuch. Ja, hier möchte ich natürlich mit unserem Japaner mit den drei Zwillingslafetten auf jeden Fall Torpedos abschießen, so viele wie möglich. Und
Das ist so ein bisschen gerade auf der Karte hier mit Fingerspitzengefühl anzufassen, weil hier fehlen natürlich auch die Inseln, hinter denen man sich mal relativ gut und angenehm verstecken kann. Das geht hier eigentlich gar nicht. Bestenfalls hier oben bei diesem Inselchen, wo wir gerade drauf zuhalten. Ansonsten eher schwierig. Das hat natürlich für uns auch einen gewissen Vorteil, weil die Inseln so auch nicht im Weg sein können, wenn wir die Torpedos schmeißen. Und das ist ja das erklärte Ziel. Ich will auf jeden Fall. Es tut mir echt leid, dass dieses doofe Ding da die ganze Zeit lang da ist. Können wir das irgendwie wieder wegbekommen? Ungefähr so. Ja, perfekt. Genau, ich möchte jetzt eigentlich hier nach Möglichkeit relativ vorsichtig vorgehen. Ich möchte nicht der Erste am Tisch sein, weil ich da ein bisschen Bedenken habe, dass ich dann auch von der ganzen gegnerischen Flotte beschossen werde. Ich möchte also ein bisschen vorsichtig angehen. Ich denke, eine andere Herangehensweise hier auf der Karte mit einem japanischen Zerstörer wäre wirklich Vollgas zu geben, hier möglichst dicht an die Langzunge ranzukommen und dann halt die Torpedos loszuschießen. In der Hoffnung, da irgendwas zu treffen, was sich da rumtraut und nicht aufpasst. Und da gibt es tatsächlich immer wieder Leute, wie ich festgestellt habe. Ist mir auch schon passiert. Deshalb wäre das ein anderer Weg. Aber ja, ich verhalte mich jetzt hier erstmal ein bisschen passiv. Vielleicht ein bisschen auf gegnerische Zerstörer schießen. Aber ja, wie wir uns erinnern, das ist nicht jetzt die Stärke der Isokaze oder irgendeines japanischen Zerstörers, den ich bisher gespielt habe. Ich jag der Isokase mal einen Schuss hinterher, aber ja, der geht auch relativ weit daneben. Da sind ihre Torpedos, das heißt, die macht so ein bisschen, ja, diese Alternativstrategie in Anführungszeichen, die ich eben angesprochen habe. Man jagt halt einfach mal eine Salve hier in diese Enge rein und schaut, ob man irgendwas trifft. Könnte sogar die Kuma zerreißen, wenn sie Pech hat. Die steht nämlich da ziemlich seitlich, was eigentlich ein bisschen dumm ist. Aber die hat echt scheiß Glück hier. Nur ein Treffer, das hätten auch drei werden können. Und ja, jetzt tasten wir uns halt mal vor. Dann auch volle Geschwindigkeit. Denn jetzt ist die Manövrierfähigkeit tatsächlich wichtig. Wenn man ins Gefecht reingeht, will man natürlich auf keinen Fall, dass der Gegner es leicht hat einzutreffen. Das Problem ist jetzt hier ein bisschen die Murmansk, die mir hier einfach die Torpedo-Abschussbahn verlegt. Hier kann ich natürlich nicht schießen. Ihr seht, ich versuche da irgendwie vorbeizukommen. Und mein eigentliches Ziel ist, in dem Moment einfach mal eine Salve rauszuhauen und zu schauen. Ich nebel jetzt auch ein. Zum einen, um mich selbst zu verstecken, aber auch um die Murmansk ein bisschen zu unterstützen. Und fahre dann tatsächlich auch rückwärts, was eigentlich etwas ist, was man normalerweise nie machen würde. Aber ja, es ist halt in der Situation ein bisschen schwierig gewesen, weil sie da etwas im Weg gestanden hat. Und das sieht so schlecht gar nicht aus, wie ihr seht. Wir haben die Futaka getroffen. Auch wenn das gar nicht so zwangsweise der Plan war. Wie gesagt, ging halt einfach rein die Salve. Aber ja, das ist halt genau das, was der Gegner eben gemacht hat. Die Isokaze, die hier vorne verreckt ist. Nur hier hat es jetzt halt gerade mal ganz gut funktioniert. Und was das halt auch tut, und das finde ich total wichtig, und das ist auch etwas, was die amerikanischen Zerstörer meines Erachtens nach mit ihren Torpedos sehr gut machen können: man zwingt den Gegner einfach zum Abdrehen. Ihr seht, wie weit die jetzt zurückgedrückt sind, einfach deshalb, weil diese Torpedosalve kam. Und ja, da die St. Louis, das ist natürlich ein sehr unangenehmer Gegner für uns. Wir haben hier einen Treffer an den Motor bekommen, den muss ich reparieren, weil ein bewegungsloser Zerstörer ist ein toter Zerstörer. Ja, yep. Und da ist der Gegner auch raus. Das heißt, unsere gute Futaka ist tatsächlich abgesoffen. Da werde ich mich nicht gegen aussprechen. Und auch da hinten landen wir nochmal mit unserer Salven Torpedotreffer auf der St. Louis. Ja, und ihr seht, ich schlage jetzt ein bisschen Haken, mal links, mal rechts. Einfach versuchen, dem Feuer der St. Louis zu entgehen. Ich habe auch die Flak ausgeschaltet, weil ich nach Möglichkeit, ja, ein bisschen unentdeckt sein möchte. Ich schieße jetzt auch nicht mehr mit der Artillerie, auch wenn es in dem Moment vielleicht gar nicht so interessant ist, weil wir eh schon offen sein dürften. Eben war ja auch die Einblendung da. Und ja, mein Ziel im Moment, die St. Louis da hinten, die hier auch eine Torpedosalve abbekommt. Kann mir nur recht sein, desto beschädigter ist sie.
Und ja, sie hält jetzt komplett auf uns zu. Wir sind jetzt auch aufgedeckt, wieder durch Flugzeuge. Ich finde, diese Einblendung ist schon sehr, sehr nützlich. So, und jetzt dreht sie sich wieder ab und damit ist eigentlich die Chance da, eine Torpedosalve zu schießen. Da wir jetzt eh auf sind, schieße ich auch mal mit dem Hauptgeschütz. Wir sind jetzt schon sehr dicht dran. 3,5. Wir kriegen auch von der Flotte da hinten Feuer, weil wir halt gerade das einzige Ziel sind. Und ja, dann lassen wir die Torpedos mal auf die Reise und drehen wieder ab. Hier haben wir jetzt eigentlich sehr, sehr gute Chancen, die St. Louis zu treffen, weil es einfach sehr dicht dran ist. Die Artillerie gebe ich auch noch mal ein bisschen was mit. Und da sehen wir es. Zack, Treffer und auf Wiedersehen. Das hat also auch ziemlich gut geklappt. Und ja, bisher auch noch kein richtig ernster, krasser Treffer, wenn man mal von dem beschädigten Motor absieht, den wir ja gut rausreparieren können. Feuer gefangen haben wir auch nicht. Das finde ich immer total wichtig, weil es halt einfach ultra nervt. Gerade wenn man sich die Reparatur eigentlich aufheben möchte für solche Notfälle wie den beschädigten Motor oder das Steuergetriebe. Deshalb bin ich da immer sehr, sehr dankbar, wenn ich nicht Feuer fange. Ja, und jetzt haben wir da vorne zwei Schlachtschiffe vor uns. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil die haben jetzt im Moment nur noch die Omaha da hinten rechts als Kreuzerunterstützung. Bisschen blöd sind die ganzen Flugzeuge, die hier rumfliegen und uns dann immer auftarnen. Aber hier haben wir jetzt halt eine ganz gute Gelegenheit, wirklich auf den Gegner zu operieren, ohne dass er uns wirklich aufdecken kann. Und es ist auch relativ schwer für ihn, uns dann entsprechend zu bekämpfen. Was übrigens auch noch ein bisschen machbar ist, Tarnung. Gerade beim Zerstörer. Ich glaube, 3% oder sowas sind die Aufdeckwahrscheinlichkeit. Das ist jetzt nicht die Welt. Es kostet auch nicht die Welt an Credits. Was mich bisher immer davon abgehalten hat, war, dass es einfach hässlich ist. Und ich mir das nicht anschauen will. Aber es ist auf jeden Fall theoretisch gesehen eine Möglichkeit, ein Weg, den man gehen kann. So, ja, da probieren wir es nochmal. 5 Kilometer, relativ beständiger Kurs. Allzu sehr nach rechts abdrehen kann sie nicht, die New York, weil da der Kartenrand ist. Das kommt uns also hier auch sehr entgegen. Und ja, drehen wir wieder ab. Engine Boost hatte ich drin. Schichtenergreifend deshalb, weil ich so auch davon ausgehe, dass das Spiel nicht mehr lange geht. Ja, aber das Problem ist, der Winkel war nicht toll. So, dass unsere Salve da ziemlich in die Binsen geht. Der Kollege hat ein bisschen mehr Glück gehabt, glaube ich, zwei Torpedotreffer. Gleich sind wir wieder nachgeladen, dann können wir es nochmal probieren. Das Problem ist jetzt hier, die New York kommt direkt auf uns zu. Das ist nicht der allerschönste Winkel zum Torpedieren. Na, jetzt haben wir doch einen heftigen Treffer kassiert. Die Flak ist auch weg, aber das interessiert keinen, weil die eh ausgeschaltet ist. Ja, und damit probieren wir es nochmal. Problem ist, jetzt kommen hier von der anderen Seite auch noch Torpedos vom Kollegen und da heißt es einfach nur hart ausweichen, bevor das schief geht. Und ihr seht jetzt Treffer, 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 auf Wiedersehen. Das war der Kill Nummer 3, trotz des relativ ungünstigen Winkels. Tote gewesen wäre es auf jeden Fall, weil ihr seht jetzt, was noch an Torpedos vom Gegner dort vom Gegner, vom Kollegen da einschlägt. Ja, und damit haben wir den Gegner relativ vernichtet. Wir haben jetzt gleich unsere 1000 Punkte. Beim Gegner sind noch 46 übrig, ein Schlachtschiff und einen Flugzeugträger. Das ist nicht wirklich viel. Die sind hier also wirklich ganz gut auf die Bretter gegangen. Und wie ihr seht, ich habe hier mal dein Screenshot aufgehoben vom Endscreen. Werde ich mich bemühen, es jetzt immer so zu machen. Ist ein bisschen schöner als dieses blöde schwarze Bild. Da haben wir dann nochmal den Abschluss. 161.000, so ist es richtig. Credits haben wir bekommen. Erfahrung richtig viel. Für meine Verhältnisse habe ich selten 5.955 und ja, 10 Zieltreffer mit der Artillerie, 7 mit den Torpedos, 2 Ausfälle. Ja, gut, das war der eine Torpedotreffer am Anfang, der war ein bisschen blöd. 3 Schiffe versenkt, das ist echt cool. 5-mal Wassereinbruch, ja, und nebenbei haben wir halt auch noch einen von diesen blöden Tagesaufträgen da erledigt. Naja, nimmt man dann halt so mit. Ja, und das war's hier an dieser Stelle mit der Isokase. Wie gesagt, ich bin nicht so der Zerstörer Freund und es funktioniert auch nicht wirklich oft gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ja, in dem Fall hat es doch relativ schön funktioniert. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer für Gedanken, Ideen, Tipps, Diskussionen bin ich immer dankbar. Ist alles gerne gesehen. Das war's also. Ciao, ciao.